sind hier heute zu einem Dachstuhlbrand in der Grundschule des Ortsteils Hollage gerufen worden. Vorgefunden haben wir hier im Dachstuhlbereich ein Feuer, ein massives Feuer in einem Raum, das Feuer ist auch schon durchgebrannt bis in den Spitzbodenbereich. Ist eine interne Brandmeldeanlage im Gebäude. Die Kinder wurden von dem Lehrpersonal vorsorglich und auch vorbildlich auf den hinteren Schulhof, auf den Evakuierungsplatz evakuiert. Nein, also Kinder waren hier dann nicht mehr betroffen, Verletzte gab es hier vor Ort auch. Unsere Maßnahmen war ein Innenangriff im Gebäude mit einem C-Rohr unter Atemschutz. Feuer konnte auch schnell lokalisiert werden, wurde dann abgelöscht. Das Gebäude wurde belüftet, da das Treppenhaus komplett verraucht war. Zurzeit laufen jetzt noch Koordinierungsmaßnahmen oben im Spitzbodenbereich, um dort noch Brandmeldern zu finden. Es ist jetzt definitiv nur der obere Bereich betroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier im Schulbetrieb ist. Ich glaube, das sind eher so Räume, die für Handarbeitskurse und Dezember genutzt werden. Dies werden wir nachher mit dem Hausmeister und der Gemeindeverwaltung abschätzen müssen, ob die am unteren Schulbetrieb stattfinden. Ja, ist natürlich eine Wetterbelastung, also Temperaturbelastung für die Einsatzkräfte in ihrer dicken Schutzkleidung. Getränke haben wir immer mit uns, werden auch nachgeholt von unseren Kameraden. Belastend ist es natürlich körperlich, bis jetzt aber auch keine Ausfälle und noch keine Beschwerden.